Hallo, liebe Formel 1 und Fußballfreunde da draußen und seid herzlich willkommen hier zum drittletzten Rennen in dieser Saison und wir fahren im Autodromo Hermanos Rodríguez in Mexiko. So, kommende Session vor Pierre, Wettervorhersage ist gut, so sieht es aktuell aus. Ja, ich möchte nochmal eben hier drauf hinweisen. Kein Kommentar. Ja. Ja, mit den Teilen, also das reicht bis zum Ende, das auch. MGUH glaube ich eher nicht. Und auch Turbolader glaube ich eher weniger, dass das bis zum Ende reicht. Alle anderen sollten bis zum Ende reichen. Wir haben 1000 Punkte wieder. Das heißt, wir könnten theoretisch hier Punkte ausgeben. Zumal wir die auch anpassen müssen. Das Gute ist, dass die deutlich günstiger sind und wir die jetzt auch angepasst haben. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Und da würde ich sagen, konzentrieren wir uns jetzt hier auf das Qualifying. Man kann echt noch sagen, alles ist noch drin. Wir können selbst noch Weltmeister werden. Ich möchte zwar nicht Weltmeister werden. Willkommen zurück auf dem Autodromo. Aber ich werde jetzt auch nicht absichtlich irgendwie verlieren. Garantiert nicht. Ja, ich muss hier auch wieder ein bisschen mit dem Setup spielen. 5, 5, 75, 75, minus 3,0, minus 1,5, 0, 1, 0, 0,3,5. Hier überall die 6. 75, 60, 23,0, 21,5 und die 6. Ziemlich Standard. Hier war es erst auf 6,6 habe ich experimentiert. Mit einem geringeren Wert bin ich auch etwas schneller. Deswegen habe ich mich dafür dann auch so entschieden. So, natürlich weniger nehmen wir mit. Fahren mit den Hypersoft raus. Und dann würde ich sagen, go, go, go. Das drittletzte Rennen, danach kommt, also Mexiko mag ich, die Strecke danach mag ich nicht so, nämlich Brasilien. Brasilien ist ja eine, keine Hassstrecke so an sich, aber eine Strecke, die ich nicht mag, schon alleine aufgrund der Box und auch, weil ich da immer beim Trainingsprogramm Reifenmanagement nie im Grün bin, sondern ich immer im Roten bin. Immer. Aber bei F1 2018 habe ich das Rennprogramm bislang noch nicht gehabt in, bei dem Reifenmanagement. Vielleicht geht es ja dann doch gut. Ja. Jetzt heißt aber die Aufgabe erstmal Mexiko. So, 27, 28. Und wir sind schon langsamer als Grosjean. Erster Sektor ist aber auch nicht hier so unbedingt die Stärke des Toro Rosso. Sektor 2 hingegen schon. Sektor 2 war echt gut. Und wir fahren ebenfalls eine 1,19 wie der gute Valtteri. Das ist nice. Das ist wirklich nice. So, schauen wir mal drauf. Wer ist ein bisschen lang gefahren? Dritter sind wir hinter Vettel und Hülkenberg. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 19,3. Ein Gasly fährt noch, hat in den Trainingszeiten leider nicht so gut abgeschnitten. Und wir machen mal 30. Hamilton, Ricardo und Gasly fährt auf Rang 9 vor. Wie
fucking awesome ist das denn bitte? Sainz noch vor mir. Okay. Das ist gerade eine mega Überraschung für mich. Aber ich sollte nicht den Tag vor den Abend loben. Aber er hat es doch noch geschafft, der gute Pierre. So, Hülkenberg ist einfach mal eine 1,18 und Magnussen 1,18,624, nur 15.000 langsamer. Dann Ricardo, Verstappen nur mit einer 1,19,1. Mexiko ist ja eigentlich echt die Strecke von Red Bull. Hat man ja schon in Realität gesehen. Leider war es ja kein Doppelsieg. Wäre einer geworden, aber Ricardo hatte dann ja leider einen Ausfall. Was ich sehr schade fand, weil ich bin ja auch ein Red Bull-Fan, muss ich zugeben. Ja. Rausbeschleunigen, zack. So, lange gerade. Der ist. Perez, lass mich meine schnelle Runde fahren, danke. Das war nicht so gut. Das hinging schon etwas besser. Eine 29,1, das ist sogar langsamer als eben. Kommt es also wieder auf den zweiten und dritten Sektor an. Alter, gerade fahre ich nicht gut. Gerade fahre ich echt nicht gut. Könnte hierfür, ja okay, für Reikönig, für Hülkenberg reicht es. Hoffentlich. Benzin reicht. Komm, wir fahren da eine hinterher. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Kann ich ihn jetzt schon wieder? Okay. Boxenstopp. Komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Da war ich dann doch langsam als in der ersten Runde. Das wundert mich. Oh, warte. Oh. Status Teamkollege. Pierre ist momentan auf PC. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,20,3. Hier muss ich aufpassen, weil es hier echt so ein Knick ist. Ja. Vierter aktuell. Oh, Perez hat uns überholt. Hallo Pierre. Sorry, du musst warten. Endlich muss er mal auf uns warten, so gesehen, und nicht wir auf ihn. Ja, also hiernach gibt es noch zwei Rennen, dann die neue Saison. Und wir holen jetzt noch das Maximum raus. Dann natürlich Schwierigkeit ändern und Pipapo. Ist auch nicht mehr auf Platz 10, er ist auf 11. Da sind aber die anderen auch noch nicht gefahren.
Und der wird auch nicht schneller sein als die drei hier. Bin ich noch weiter runtergerutscht? Fünfter. Ja, Ricardo ist jetzt vierter. Perez dritter und dann die beiden Finnen, Raikkonen und Bottas. Eigentlich dürfte das reichen. Wenn nicht, dann ist es so. Wenn nicht, dann ist es so. Siebter. Achter. Zehnter. Wir sind... Alter, ganz knapp. Zehnter hier mit Magnussen. Das heißt, Q3 ist doch noch dabei. Holy shit, okay. Jetzt muss ich eigentlich echt eine Runde raushauen. Aber wie gesagt, ich sehe den Wagen hier nicht unbedingt so stark drin. Ne? Deswegen. Das soll eigentlich schon irgendwie so bleiben. Da was einzustellen, dann irgendwie das bringt nichts. Ja, jetzt geht es darum, welchen Platz, welchen Grid belegen wir zum Rennen hier in Mexiko. Alles in Ordnung. Bislang bin ich zufrieden. Also im ersten Sektor schaffe ich es nie besser als eine 28,7 oder so. 1,19,2. Aktuell schneller. Das war aber nicht gut. Und Perez auf der Pole Position. Aber wir fahren eine 1,17. Nice. Doch nochmal einen rausgehauen. Eine Sekunde schneller. Okay. Vettel mit einer ungültigen Rundenzeit. Sainz, Bottas auch nur mit einer 1,19,4. Alonso mit der schnellsten dritten Sektorzeit. Ebenfalls eine 19 Sekunden Zeit wie ich. Aber da drei Zehntel einfach mal schneller. Wieder viel weiter vorn, als wir erwartet hatten. So. Schauen wir mal drauf. Was verändert sich noch? Verstappen, Perez, Raikkonen, Hamilton. Verstappen, Perez, Raikkonen, Hamilton. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ricardo, Ihre Perez. Top 3 sind Paul, Verstappen und Sebastian Vettel. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, wir starten also von der Pole. Wäre ich nicht Max gefahren, wäre es nicht die Pole gewesen. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind zufrieden. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Qualifying-Tempo auf das Rennen übertragen können? Das muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Nur Fairness. Alles klar. Ich bin halt auch ein fairer Sportsmann. Obwohl wir eigentlich nicht fair sein sollen. Keine Ahnung warum. Ich bin halt einfach ein fairer Sportsmann. Das war ich schon immer.
Und apropos auch Uploads mit Formel 1, es wird sich ein bisschen was im Dezember nur verändern, weil da ja mein Special Dezember ist. Und jede Woche hat ein anderes Motto, oder von einem bestimmten Tag bis zum anderen bestimmten Tag hat es immer ein bestimmtes Motto. Und deswegen kann ich jetzt schon sagen, es wird nicht wie sonst immer jeden Tag Minecraft Lost kommen. Und auch nicht wie jeden Tag dann irgendwie Formel 1 oder andere Projekte. Das Tippspiel sei mal davon ausgenommen, weil das kommt natürlich. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Aber dazu mehr noch in einem anderen Video. Ja. Percy macht den Vorschlag. Wenn Runde das fällt, dann spendiere ich dir eine Pizza, okay? Alles klar. Also, freut euch auf das Rennen. Ich freue mich drauf. Morgen geht's dann los mit dem drittletzten Rennen hier im Autodromo Hermanos Rodriguez. Und mir bleibt bis dann nur zu sagen, euch einen wunderschönen Tag. Daumen nach oben nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video auf meinem Kanal erscheint. Und mir bleibt bis dann nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao Formel 1 und Fußballfreunde da draußen. Haut rein und tschüss.